Hallihallo, hallihallo, hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawürk.com. Heute mal wieder mit einem Unboxing und zwar von einem Orakel-Deck und zwar von dem Elemental Oracle. Das ist, glaube ich, gerade erst rausgekommen und das hat mich total fasziniert. Ich muss jetzt leider ein Orakel-Deck abgeben. Ich weiß noch nicht welches. Eigentlich zwei, weil ich habe noch ein Orakel-Deck bekommen. Und ich habe auch noch eins bestellt, also insgesamt drei. Das heißt, es wird Minimum zwei Orakel-Decks werden abgegeben. Ich habe nämlich sonst keinen Platz mehr. Also, Babe, wir werden jetzt mal dieses Orakel-Deck auspacken. Und wenn du Lust hast und es schimmert hier total, dann darfst du mich gerne begleiten. Ja? Das ist das The Elemental. Wir haben hier lauter, das ist ja echt mit der Reflexion hier. The Elemental Oracle, ja, nennt sich das. Und das nennt sich, das ist hier Alchemie, Wissenschaft, Magie. Jetzt wird es wieder nicht scharf. Von der Stacy DeMarco. Und also die Kunst ist von Kinga Brittschky, ja. Und das Ganze ist von Rockpool. Das ist, glaube ich, eine australische Firma. Die sind auch immer relativ günstig, die australischen Decks. Das war auch nicht so teuer. Was heißt teuer? Hochpreisig. Ich meine, die haben natürlich auch ihren Wert. Das ist also die Box. Hier vorne ist es sehr, ja, so ein bisschen laminierter und hier hinten ist es eigentlich auch laminiert. Okay. Wir haben hier 44 Karten mit einem Guidebook und das ist natürlich wieder auf Englisch, hatte ich glaube ich schon gesagt. Hier geht es halt wirklich um Feuer, Wasser, Luft und Erde, um die Elemente, um die Sonne, um den Mond, um die vier Directions, um die vier, wie heißen das, Richtungen. Hier geht es um, ja, auch so ein bisschen um die Hexenkraft, also um das alte Wissen letztendlich geht es hier, aber auf eine ganz moderne Art und Weise dargestellt. Und das hat mir sehr gefallen. Also die Karten sind sehr, sehr, sehr schön, glaube ich zumindest. Wenn wir jetzt mal die Box aufmachen. Das ist die Box. Guck mal hier. Hier haben wir auch noch die ganzen Richtungen. Irgendwie scheinbar. Wow. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal das Buch an. Ich mache es dann immer ein bisschen spannend. So, wir haben hier noch ein bisschen Werbung, die wir nicht brauchen. Boah, das schimmert ja hier rum. Das ist ja die reinste Disco. Das ist mir ja fast, da wird mir ja ganz schlecht. Uff. Das ist also was, was ich. Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Das überfordert mich gerade. Manchmal sind solche Sachen echt extrem für mich. Okay. Hier haben wir auch so eine. Hier in diesem. Das ist ja voll krass gemacht, das Deck. The Elemental Oracle. Von Stacy DeMarco und Kinga Brittschky. Alchemy, Science, Magic. Von Rockpool. So. Wir haben. Warte mal, ich mache die. Mach das mal hier noch ein bisschen runter. Wir haben hier. When we try and pick out anything by itself, we find it hitched to everything else in the universe. Das Deck ist von 2020, also es ist glaube ich gerade erst rausgekommen. So, dann haben wir hier eine Inhaltsangabe, wo jede Karte einzeln aufgeführt wird. Die sind scheinbar, ich weiß nicht, ob die nummeriert sind, wahrscheinlich schon. Weil wir haben das nicht nach Alphabet geordnet, sonst würde man die Karte ja nicht finden. Also ich nehme an, die Karten sind nummeriert. Kann ich jetzt gar nicht sehen, die sind ja noch eingepackt. Wir haben hier so ein bisschen ein kleines Vorwort und wie man die Karten verwendet. Dann haben wir hier zum Schluss noch über den Autor und über den Illustrator und wir haben dann wahrscheinlich 104 Seiten, nehme ich mal an. Ja, 104 Seiten und noch ein bisschen eine Werbeseite, also 106. Genau, dann gucken wir uns das Buch mal an. Also hier haben wir die Einleitung, hier haben wir, wie man die Karten verwendet. Ich finde, es sieht so aus, als ob es ganz gut gegliedert ist. Das gefällt mir, wie man die verschiedenen Legungen verwendet.
Hier sind so zwei, drei Legungen drin. Natürlich haben wir hier die Erde, Wasser, Luft und Feuerlegung. Das ist natürlich klar. Die 7-Card-Spread. Ja, das ist ein traditionelles. Wir haben hier noch eine Zeitlegung. So, dann haben wir hier, dann geht es schon los. Wir haben die Karte abgebildet in bunt. Ja, und sie haben auch Nummerierungen, sehe ich gerade. Dann haben wir hier eben den Namen der Karte, in dem Fall der Norden. Dann haben wir das Keyword von der Karte, Expansion, also die Expansion. Dann haben wir hier eine kleine Be guided, but do your research. Focus and honesty is needed to overcome obstacles. Hier haben wir so eine kleine, ja, was du tun sollst. The World of Power. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, aber das wird dann im Buch stehen. Boreas, das heißt, es ist ein griechisches Wort. The World of Power. Ach, man kann, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen das Magische. Man kann ein Wort wahrscheinlich, ein Kraftwort verwenden. Das nennt sich Boreas, der Gott des Nordens, ja, des Nordwindes, ne, wenn man irgendwie damit arbeiten will noch. Und dann wird noch mal so ein bisschen erläutert, scheinbar, ja, wie was eben dieser Nordwind oder der Norden bedeutet, ne, wenn man da so ein bisschen noch einsteigen will. Hier hinten hat man dann aber noch, ja, also hier hat man so die Hauptbedeutung, würde ich sagen. Und wenn man noch ein bisschen mehr wissen will, dann kann man hier das noch lesen. Und dann hat man hier noch das Element zum Beispiel in dem Fall. Und was haben wir bei anderen Karten? Da hat man immer das Element scheinbar. Ja, hier steht immer das Element, egal welche Karte das ist. Ja, und so geht das weiter. Also es ist sehr übersichtlich gestaltet, würde ich sagen. Man kann die Karte wahrscheinlich auch ganz schnell finden, ohne dass man in die Inhaltsangabe guckt, indem man hier einfach so durchblättert, weil es sehr übersichtlich gestaltet ist. Also von daher denke ich mal, ist es ein sehr ein Buch, was man gut handeln kann, aber ich glaube, man kriegt hier auch super geniale Informationen, die reichen, um in die Karte einzutauchen, aber man kann wahrscheinlich auch einfach so in die Karte eintauchen, wenn man ein bisschen intuitiv ist und ein bisschen schon Erfahrung hat mit Karten, dann geht es sicherlich auch nur mit diesem kleinen Absatz oder auch nur mit der Karte. Aber sehr geil. Also das Guidebook fühlt sich gut an auf alle Fälle. Okay. Das ist also das Guidebook. Dann wollen wir uns jetzt mal die Karten anschauen. Die Karten. Sehr schön, dass das hier wieder nicht so enorm eingepackt ist. Ups. Sondern nur ein bisschen. Hier haben wir auch die Rückseite gefällt mir sehr gut. Sehr schöner, wenn es. Na, es ist nicht so doll laminiert. Es ist das gleiche wie hier. Ich weiß jetzt aber nicht, was es bedeutet. Und die Karte ist von der Größe her natürlich ein bisschen größer als die normale Standard-Tarot-Karte. Das ist eine Hay House-Karte hier. Die ist. Oh, die hat die Größe von einer Hay House-Karte. Das ist ja cool. Das sind nämlich die etwas kleineren Tarot-Karten, weil es gibt auch noch eine etwas größere Version. Das ist diese. Das ist auch von Rockpool übrigens. Und ich dachte, die wären groß, aber die sind dann doch eher die kleine Version. Das gefällt mir dann schon wieder. Die Rückseite ist echt schön. Ach, guck mal, wir haben hier sogar noch die Mondphasen so integriert. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So ein bisschen, glaube ich. Wow. Die sieht man jetzt, glaube ich, nicht so, weil ich die Kamera ziemlich weit unten habe. Also die Kartenverarbeitung ist sehr, sehr gut, ist beweglich, ist nicht zu dünn, nicht zu dick, ist leicht laminiert. Es ist nicht matt laminiert, aber leicht laminiert. Es ist nicht so extrem laminiert wie zum Beispiel jetzt die Karte, die ist laminierter, die von meinem astrologischen Deck. Also es fühlt sich gut an. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja. Sie hat auch hier noch eine Versilberung. Keine Vergoldung, sondern Versilberung. Ne? Also irgendwie scheint die Frau, nehme ich mal an, ist es, oder? Weiß ich nicht.
auf dieses Glitzer zu stehen. Ist ja nicht so mein Ding. Ich habe schon richtig Kopfschmerzen von dem Geglitzer. Ja, aber fühlt sich gut an, die Karte. Ich mache da jetzt mal gerade so, weil ich glaube, die kleben ein bisschen. Ja, die kleben. Okay. Die Karte ist so aufgebaut, dass man hier unten die Bezeichnung hat, in dem Fall der Norden. Dann hat man hier die Expansion, das Stichwort, das hatten wir ja eben schon im Buch. Und hier oben hat man die Nummer. Und so sind was das hier jetzt links und rechts bedeutet, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist es einfach nur, ja, eine Verzierung. Ja, okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem Walkthrough von diesem wirklich sehr, sehr tollen Deck, glaube ich. Das ist der Norden. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen mit der Reflexion der Norden, die Expansion. Der Süden. Adventure, also Abenteuer. Der Osten, der Beginn. Der Westen, die Completion, also die Vollendung. Der Äquator, to make equal, also das ist ja eine geile Karte. Wow. Die Sonne, wow. Das Licht. Der Mond. Der Hammer. Darkness. Dunkelheit. Also das war jetzt das Licht und das ist das Dunkle. Guck mal, der Mond, wie das hier versteckt ist unter dem Haar. Dann haben wir Feuer. Ignition. Wow, der Vulkan. Warte mal, kam. Nee, die kleben dann doch ein bisschen. Die Kraft. Oh, guck dir die Karte an. Ich hatte ja jetzt in der Wochenlegung, in der wöchentlichen, hatte ich ja auch den Phönix aus der Asche. Buschfeuer. Oh. Oh, das ist heftig. Aber das hat auch seine Kraft. Das ist für mich. Erneuerung letztendlich. Was heißt denn Fury? Ich weiß es jetzt. Ich glaube, das heißt auch Fruchtbarkeit. Ist ein anderes Wort für Fruchtbarkeit. Hearth. Ich weiß jetzt nicht, was Hearth heißt. Ah, ich glaube, das heißt irgendwie was mit dem Feuer. Wärme oder so. Outer Core. Der äußere Kern. Wow. Das habe ich mir die gar nicht genau angeguckt hier. Wow, die ist ja kraftvoll hier, die Karte. Fluidity. Wow, die Wüste. Einsamkeit. Wow, Passion, die Seele. Die Erde, das Zuhause. Wow. Der Berg, Klarheit. Da wird mir gerade ein bisschen kalt. Die Höhle. Das ist aber auch sehr erdig hier, aber eine Höhle ist ja erdig. Der Schutz. Wow, was ist das denn? Der innere Kern, die Solidarität. Pflanzen, der Wachstum. Guck mal, wie geil der Hirsch ist. Der hat hier den ganzen Wald.
Felsen. Endurance. Wie heißt denn das jetzt, wenn was länger anhält? Ach, ich weiß das deutsche Wort jetzt nicht. Animals. Companionship. Begleitung. Wow. Wow. Wow, die Luft, Emotions, nein, Motion heißt es, Motion, also Bewegung. Wow. Ja, das ist ja geil. Der Sturm, Cleansing, Reinigung. Der Wind, Change. Veränderung. Wow. Wow. Die Stimme. Sprech. Dein Wort sprechen. Ja, das ist wichtig. Das ist die das Eingangsbild. Pressure. Druck. Oh, das ist die Transformation. Das ist ja cool. Guck mal, wie die hier auseinanderblättert. Wow. Atem. Life. Music. Freude. Also Life heißt Leben. Sorry. Musik. Freude. Und Hingabe, würde ich sagen. Wasser. Wow. Wow. Kreation. Ozean. Ozeane. Mut. Der See. Die Tiefe. Unter Wasser weiß ich jetzt gar nicht. Marine Life, das ist unter Wasser leben. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt übersetzt wird. Richness. Oh. Das Eis. Die Reinheit. Guck dir mal an, wie geil die Karte ist. Kraftvoll. Aber gleichzeitig sanft. Wow. Schnee. Stille. Regen. Fecundity, das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Naja, es ist ein australisches Deck, die haben wahrscheinlich andere Worte. Aber sehr geile Karte auch. Electricity? Wildheit. Oh. Elektrizität und Wildheit. Wow, die ist ja geil. Magnetismus und die Attraktion. Attraction. Die ist ja geil, die Karte. Die ist aber auch still. Absolut still. Oh, Dark Matter. Mystery. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man das übersetzt. Dunkelheit, würde ich sagen, ist es. Dunkle Materie, genau. Gravity. Ach, jetzt weiß ich auch wieder nicht das deutsche Wort. Erdung. Wenn man. Erdanziehung ist das, genau. Letztendlich. Atome. Wow, die ist aber auch schön. Die Zeit. Disziplin.
Wow. Speed, Schnelligkeit und Bewegung. Die Magie, Alchemie. Und die letzte Karte ist das Biom. Die Connection, also die Verbindung. Wow, ein sehr interessantes Deck, Leute. Ich muss mir das nochmal in Ruhe angucken. Jetzt durch die Kamera hindurch ist das natürlich. Aber die Karten, die haben eine unheimlich tolle. Wow, da kannst du eintauchen. Das ist mal ein ganz anderes Deck. Mit Fotografie halt, nicht gemalt. Sehr interessantes Deck. Sehr geil. Wow. Animals. Ja, ich würde sagen, wir ziehen mal ein oder zwei Karten für die Zeitqualität. Wir gucken jetzt aber jetzt erstmal, wie sich so das Ganze mischen lässt. Sind noch ein bisschen steif, aber die lassen sich gut mischen. Wieder meine Mischart hier. Ich habe halt wie immer die Kamera dazwischen, dann ist das immer ein bisschen doof, aber ja, sind halt noch steif, aber wenn die dann nicht mehr steif sind, dann lassen die sich garantiert auch super genial mischen. Und wenn man nicht so steif drauf ist wie ich mache das immer ein bisschen steif. So lassen sie sich auch mischen, aber ich möchte die dann lieber so. Gucken wir mal, ob eine rausfällt. Was denn so anliegt gerade mit einer oder zwei Karten, liebes Deck. Liebes Elemental Tarot Orakel, lass uns doch mal schauen, was wir jetzt wissen dürfen. Was dürfen wir denn jetzt wissen? Was möchtest du uns denn mitteilen? Ich glaube, wir haben hier Stille. Nehmen wir erstmal eine Karte. Nehmen wir erstmal die obere. Ne, ich will die untere. Magic, Alchemie. Hier geht es um die Magie. Darum, dass wir jetzt Dinge vermischen dürfen und Neues entstehen lassen dürfen. Mal gucken, was hier im Buch steht. Das ist die Nummer 43. Das ist die zweitletzte Karte. Guck mal, das ist die Autorin. Und die Künstlerin hat kein Bild. Und das ist ja auch wieder lustig. Okay. Alchemie. There is a magic to be found everywhere if you look for it. You are the magic. Magic is not a miracle, although it can sometimes feel like that. Doubt kills more dreams than failure. Have faith in your ability. Weave together all the disparate pieces. Wow. Das Powerwort ist, also das Kraftwort ist Magus. Ja, also der Magier wahrscheinlich. Also hier wird gesagt, dass man überall Magie finden kann. Überall kannst du Magie finden, Baby. Überall. Wenn du eben genau hinschaust. Alles ist Magie, alles. Du bist übrigens auch Magie, das darf man nie vergessen. Und dein Körper vor allen Dingen, was der für eine Magie hat. Man vergisst oft auch seinen Körper, das fällt mir gerade so ein. Und das Magie, es wird auch gesagt, Magie ist kein Wunder. Auch wenn man manchmal, das sich manchmal so anfühlt, dass Magie Wunder ist. Magie gehört eigentlich zum Alltag, würde ich sagen. Und Zweifel killen die Träume mehr als das, was wir falsch machen. Also geh raus aus den Zweifeln und geh in deine Erfahrung und mach Fehler, sagt mir auch diese Karte. Weil das ist auch Magie. Weil aus den Fehlern, die eigentlich keine sind, sondern Erfahrungen, kann man Neues schöpfen, kann man Neues entwickeln. Das ist letztendlich hier die Alchemie.
Und das heißt auch, habe Vertrauen, würde ich jetzt fast sagen, nicht Hoffnung, sondern Vertrauen in deine Fähigkeiten. Du hast ganz viele Fähigkeiten. Und deswegen darfst du auch Fehler machen, du darfst Erfahrungen machen. Trau dich, deine Fähigkeiten auch zu leben und spinne all die kleinen Stückchen in dir, alle die kleinen Fähigkeiten, all das, was in dir ist, spinne das in ein Ganzes und bring es in die Welt. Das sagt mir eigentlich diese Karte. Wow. Also die hat jetzt mehrere Aspekte in den drei, vier Sätzen gehabt, aber es geht wirklich darum, dass man Magie nicht als was Hohes darstellt, sondern Magie gehört in den Alltag. Ich lebe Magie in den Alltag. Und dass du wirklich auch erkennst, dass Zweifel, und das finde ich eine sehr schöne Äußerung hier in dem Buch, Zweifel, wie stand das jetzt? Ich habe es vergessen. Das war aber wirklich gut. Wo standen das jetzt? Ja, Zweifel töten eigentlich die Magie und mehr als, wie gesagt, die angeblichen Fehler, die man macht. Ja, also mach Fehler, mach Erfahrungen, trau dich, deine eigene Magie, die du selbst bist, in die Welt zu bringen und eben aus deinen ganzen Teilchen, die du hast, aus allem, was du hast, eben auch dein Ganzes in die Welt zu weben, letztendlich. Also hier geht es um deine Fähigkeiten, um dein Sein. Und eigentlich auch um dein Selbstbewusstsein, um dein Selbstbewusstsein, ja. Und wir haben hier noch die Cave, die Protection. Ja. Du darfst jetzt aus deiner Höhle rausgehen und deine Magie zeigen, dein wahres Sein zeigen, deine wahren Talente, deine Fähigkeiten. Und du bist trotzdem noch geschützt, auch wenn du aus dieser Höhle rausgehst, ja? Ich guck mal, was da noch steht. 17. Das Buch riecht ein bisschen merkwürdig. Oh, jetzt haben wir hier wieder so viel Sonne, dass man das jetzt wahrscheinlich nicht lesen kann. Aber es lohnt sich jetzt nicht, den Vorhang vorzumachen. Vielleicht kannst du es ja lesen. You are loved and protected in your endeavors. Know yourself. Taking silent time is good for your mental health. Retreating after periods of extreme hard work is a positive. Be embraced by nature. Oh, hier geht es darum, dass man sich eher zurückzieht in seine Höhle und sich eben aus seinem Kopfkino und aus seinem Ganzen, was so von außen hineinströmt, eben schützt, damit man eben das entwickeln kann, was man oder erkennen kann, was man selber ist. Das ist so ein bisschen wie der Eremit im Tarot. Und ja, du kannst natürlich auch jetzt in deine Höhle gehen. Geh in dich hinein. Das ist jetzt ein bisschen anders, als ich vorher gesagt habe, weil da habe ich gesagt, geh raus. Aber erstmal gehst du rein und guckst. Hier drin findest du nämlich deine Magie. Hier in dir drin findest du sie. Und in deinem Schutz vor dem Außen. Weil im Außen hat man ja oft auch Menschen, die sagen, nee, du kannst das nicht, du bist es nicht, du bist es nicht wert, du bist doof, du, was hast denn du da für komische Ideen, was hast denn du für bescheuerte Vorstellungen, ja, so, ne, diese Geschichte. Und es prasselt auf einen ein und man kriegt dann Kopfkino und man weiß dann gar nicht mehr, wer man ist und was man für Fähigkeiten hat und was man tatsächlich will. Und man traut sich vielleicht mit dem, was man entwickelt hat, gar nicht raus. So. Und dafür ist es jetzt wichtig, dass du nochmal in deine Höhle gehst, in deine Schutzhöhle. Alles, was dich bombardiert, auch deine eigenen Gedanken, auch deine eigenen Kopfkino-Geschichten, ja, dass du dich davor schützt, in dich hineingehst, in deine Schutzhöhle und dich mal selbst spürst. Jetzt ist die Zeit dafür, dich selbst zu spüren. Hier, das ist die Magie hier drin. Und vielleicht spürst du dann ja auch deine Magie. Und wenn du die Magie dann spürst, dann ist die Zeit, rauszugehen. Aber auch wenn du deine Kraft spürst, durch die Magie, logischerweise. Es lohnt sich erst rauszugehen, wenn du
in deinem Selbst bist, in deiner Kraft, weil wenn dann wieder die Bombardements von außen kommen, dann solltest du stark sein, ja. Ja, und dann kannst du dein wahres Sein, deine Fähigkeiten, deine Talente wirklich nach außen bringen. Das ist eine ganz tolle Kartenkombination, weil guck mal, hier haben wir die Magie, die ist hier drin, ja. Und das bist du und das darfst du jetzt entwickeln in dir drin, geschützt von dem, was von außen auf dich einprasselt. Auch dein Alltag, auch weiß ich nicht, die Medien weiß ich nicht, auch so Sachen wie Handy, wie Social Media, alles, was auf dich einprasselt, schützt dich davor. Und spür in dich hinein, spür deine wahre Magie. Und du hast ganz viel Magie. Du hast Talente, du hast Fähigkeiten. Und dann gehst du mit denen raus, ganz kraftvoll, und dann machst du deine Erfahrungen. Und aus diesen Erfahrungen wirst du noch kraftvoller werden, weil Erfahrungen, sogenannte Fehler, sind Erfahrungen, aus denen man einfach sein Wissen und seine Weisheit noch besser schöpfen kann. Diese Erfahrung braucht man, um einfach noch ganzer zu werden, um noch mehr Wissen und noch mehr Weisheit zu schöpfen und sich noch mehr zu fühlen. Weil wenn du diese Erfahrung nicht machst, dann hast du gar nichts, was du greifen kannst. Es ist ganz wichtig, auch Fehler zu machen. Natürlich auch positive Erfahrungen, natürlich, aber auch eben Fehler. Fehler sind auch wichtig, weil die sind keine Fehler. Ja, das ist die Zeitqualität. Und das passt jetzt in die jetzige Zeit. Wir sind jetzt gerade im November 2020. Wir haben jetzt die Winterzeit. Wir haben auch den November, wo es ja sowieso darum geht, in sich zu gehen. Wenn du jetzt also dieses Video siehst, dann ist jetzt die Zeit, deine Magie rauszuholen. Erstmal zu spüren und dann rauszuholen. Wow, sehr geile Karten. Ja, ich bin gespannt. Bei den Karten muss ich Gott sei Dank nicht so sehr vorarbeiten, wie bei dem Tarot, was ich vorhin vorgestellt habe. Aber ich werde mir natürlich auch das Buch angucken. Das ist sehr kreativ. Also die ersten vier Sätze, die hier so drinstehen, die geben schon alles wieder, was man braucht, finde ich. Da ist schon ganz viel Inhalt drin. Man braucht wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, also Babes, ich danke euch sehr, dass ihr mich hier begleitet habt durch dieses wundervolle Deck. Ja. Und guck mal, die Sonne ist ja auch geil. Und ja, mich würde natürlich freuen, wenn du mir so ein bisschen deine Meinung mitteilst über das Deck, wie es dir gefallen hat oder wie es dir gefällt. Und ja, wenn du noch Fragen hast zum Deck oder auch so generell über Karten oder auch eine private Legung möchtest, dann darfst du mich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Webseite, da findest du meine Telefonnummer und du darfst mich gerne über WhatsApp und Telegram anschreiben. Das ist mir auch am liebsten. Und wenn du eine Legung möchtest, dann kannst du mir auch sagen, welches Deck du, wenn du zum Beispiel dieses Deck haben möchtest, dass ich das lege. Und dann lege ich das auch. Normal entscheide ich intuitiv, aber ich mache natürlich auch auf Anfrage, verwende ich auch ein ganz bestimmtes Deck. Okay. Ja, Babes. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs mich begleiten und entdecken. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe und denkt dran, holt eure Magie heraus, fühlt eure Magie und lebt sie. Tschüss!